Es ist 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr, und wir wollen beginnen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen 91. Sitzung. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die uns per Videokonferenz zugeschaltet sind. Sie haben alle die Einwahldaten für die Videokonferenz bekommen. Und Sie kennen ja das Prozedere. Das Parlamentssekretariat hat uns darum gebeten, die Teilnahme zu dokumentieren. Und deswegen würde ich damit natürlich anfangen und beginne mit der CDU-CSU-Fraktion. Dort ist anwesend Frau Noll, die im Chat ist, und Frau Landgraf hier im Raum. Sonst habe ich niemanden. Gibt es noch jemanden von der CDU-CSU-Fraktion, den ich vergessen habe? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur SPD-Fraktion. Leni Breimeyer ist zugeschaltet, Sönke Rix ist zugeschaltet und hier im Raum sitzt Frau Schulte. Gibt es noch jemanden von der SPD-Fraktion? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich die AfD-Fraktion auf und Herr Reichert ist uns zugeschaltet. Gibt es sonst noch jemanden, der nicht genannt worden ist? Das ist nicht der Fall. Die FDP-Fraktion. Haben wir da jetzt schon jemanden, der zugeschaltet ist? Das ist noch nicht der Fall. Die Fraktion Die Linke, Katrin Werner ist zugeschaltet und ich bin im Raum. Sonst gibt es niemanden, der noch zugeschaltet ist. Das ist so der Fall. Und Bündnis 90, die Grünen, Frau Deligös ist zugeschaltet und Frau Dr. Kappert-Gonter ist hier im Raum. Ich begrüße Sie und bedanke mich bei Ihnen. Weise noch mal darauf hin, wenn Sie per Telefon zugeschaltet sind, bitte nicht die Freisprecheinrichtung verwenden, möglichst am Festnetz anrufen. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der FDP, Einsamkeit erkennen, evaluieren und entschlossen entgegentreten auf der Bundestagsdrucksache 19/25249 durch. Ich begrüße dazu alle Mitglieder des Ausschusses, die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse, für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Karin Marx. Frau Marx, sind Sie da per Videokonferenz? Ich bin da und begrüße auch alle ganz herzlich. Ich bin dabei. Dankeschön. Herzlich willkommen die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich unsere Sachverständigen, die ich jetzt der Reihe nach aufrufe. Und Sie bestätigen mir bitte kurz, dass Sie da sind. Frau Dr. Susanne Bücker von der Ruhr-Universität Bochum. Sind Sie da? Ja, guten Tag, ich bin zugeschaltet. Hallo. Marion von Zurgarten vom Paritätischen Gesamtverband Berlin. Ich bin da. Wunderbar. Professor Dr. Sonja Lipke von der Jakobs-Universität Bremen. Ja, hallo. Auch von mir. Viele Grüße aus Bremen. Wunderbar. Frau Professor Dr. Maike Luhmann von der Ruhr-Universität Bochum. Ich bin auch da. Guten Tag. Wunderbar. Ich grüße Sie. Sabrina Odeig vom Malteser Hilfsdienst e.V. von Köln. Check ich. Ja, ich bin da. Guten Tag. Wunderbar. Elke Schilling vom Silbernetz e.V. Berlin. Ihnen allen einen wunderbaren und sehr interessanten Nachmittag. Hallo. Dr. Severin Thomas von der Universität Hildesheim. Ja, schönen guten Tag. Auch ich bin anwesend. Hallo, danke schön. Ich begrüße Sie nochmal alle ganz herzlich. Die kommunalen Spitzenverbände konnten heute leider niemanden schicken. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen und im Internet auf der Seite www.bundestag.de übertragen und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Es wird ein Wortprotokoll erstellt, welches dann im Internet abrufbar ist. Außerdem sind Bild- und Tonaufzeichnungen nicht gestattet, es sei denn, es ist die Presse. Ebenso bitten wir, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu verzichten. Zum Ablauf möchte ich noch mal sagen, wir haben jetzt Eingangsstatements der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten, eine Fragerunde von 60 Minuten. Ich bitte Sie auch, die Zeit einzuhalten. Sie sehen, rechts unten müsste das bei Ihnen auch sein, die Uhr eingeblendet.
wir haben die Zeiten hier definitiv vorzugeben. Bei diesen Fragen- und Antwortrunden möchte ich darauf hinweisen, dass das nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen aufgeteilt wird. Die Fragekontingente der CDU-CSU und der SPD-Fraktion werden jeweils in zwei Blöcke aufgeteilt. So werden wir heute verfahren. Wir beginnen nun also mit der öffentlichen Anhörung zum Antrag der Fraktion der FDP Einsamkeit erkennen auf der Bundestagsdrucksache 19/25249. Ich bitte zunächst die Sachverständigen um ein Eingangsstatement und beginnt Frau Dr. Bücker. Sie haben das Wort, Frau Dr. Bücker. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier eine Stellungnahme abgeben zu dürfen. Mein Name ist Dr. Susanne Bücker. Ich bin Psychologin und forsche an der Ruhr-Universität Bochum seit einigen Jahren zum Thema Einsamkeit. Heute möchte ich mit Nachdruck meine Zustimmung dazu ausdrücken, dass die Bundesregierung eine interdisziplinär besetzte wissenschaftliche ExpertInnenkommission einsetzt, die sich mit dem Phänomen Einsamkeit befasst. Aus Sicht einer Einsamkeitsforscherin, die in Deutschland häufig mit sehr wenigen Fachkolleginnen und Fachkollegen allein auf weiter Flur zum Thema Einsamkeit forscht, möchte ich bekräftigen, dass die Einsamkeitsforschung Förderung vom Bund dringend benötigt. Diese Forschungsförderung wird benötigt, um Maßnahmen gegen Einsamkeit evidenzbasiert und zielgerichtet auf die Bedarfe in Deutschland abzustimmen und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wissenschaftlich zu evaluieren. Forschungsförderung, gerade auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs, muss daher aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil in einem langfristig angelegten Aktionsplan gegen Einsamkeit sein. Aber Forschung braucht immer eine gewisse Zeit und wir können mit der Bekämpfung von Einsamkeit auch nicht mehr länger warten. Wir müssen daher zusätzlich auch unmittelbarere Lösungen schaffen. Hier sehe ich drei besonders wichtige Stellschrauben. Erstens, wir benötigen eine nationale Strategie zur Antistigmatisierung von Einsamkeit, denn nach wie vor ist Einsamkeit ein hochgradig tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft. Zweitens, die psychische Gesundheitskompetenz in unserer Gesellschaft muss gefördert werden und eine Sensibilität für die Wichtigkeit sozialer Beziehungen für die Gesundheit muss geschaffen werden. Die Vermittlung dieser Werte muss ein fester Bestandteil in Lehrplänen, in den Schulen, ebenso wie ein fester Bestandteil im Ausbildungskurriculum vieler in sozialen Bereichen arbeitender Menschen werden. Drittens, Akteurinnen und Akteure, die sich im zivilgesellschaftlichen, politischen oder wissenschaftlichen Bereich auf nationaler Ebene mit Einsamkeit beschäftigen, müssen aus meiner Sicht besser vernetzt werden. Nur so kann hier ein interdisziplinärer Austausch stattfinden. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass auch von Einsamkeit betroffene Menschen selbst eine Stimme haben, die gehört werden muss, wenn Einsamkeit effektiv vorgebeugt und bekämpft werden soll. Für diesen Austausch zwischen AkteurInnen gegen Einsamkeit und Betroffene braucht es Strukturen, die aus Bundesmitteln finanziert werden sollten. Es gibt in Deutschland bereits ziemlich viele und sehr tolle Projekte, die sich häufig ehrenamtlich mit dem Thema Einsamkeit befassen. Aber Ehrenamt alleine reicht hier aus meiner Sicht nicht aus. Es ist also eine Aufgabe des Bundes zu ermitteln, diese Initiativen finanziell unterstützt werden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben praktisch noch eine Viertelminute, wenn ich dann mein Glöckchen betätige. Nur noch mal für alle dann. Frau von Zurganten, bitte, Sie sind dran. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, liebe Kollegen und Kolleginnen. Erst einmal bedanke ich mich für die Möglichkeit, aus Sicht des Paritätischen auf das Thema Einsamkeit zu blicken und Ihnen einige unserer Überlegungen nahebringen zu können. Erst einmal ist es uns wichtig zu betonen, dass Einsamkeit, anders als man annehmen könnte, keine Volkskrankheit ist. So gaben bei einer Umfrage im Eurobarometer 2017 lediglich 4% der befragten Deutschen an, meistens, fast immer oder immer einsam zu sein. Auch wenn Einsamkeit ein Phänomen ist, das weder an ein bestimmtes Alter noch an eine bestimmte Lebenslage gebunden ist, können individuelle und gesellschaftliche Faktoren Einsamkeit begünstigen. Erst wenn das Gefühl der Einsamkeit dauerhaft vorherrscht, kann sie zu gesundheitlichen und sozialen Problemen führen. Im Zusammenhang mit Einsamkeit werden oft Begriffe wie Alleinsein, Alleinleben oder soziale Isolation verwendet.
Diese Begriffe oder Zustände können zu Einsamkeit führen. Zwingend ist das aber nicht. So kann beispielsweise das Alleinsein auch als angenehm und gewollt empfunden werden. Kann das Alleinleben gerade im Alter ebenso Ausdruck von Autonomie sein. Soziale Isolation weist hingegen auf einen objektiven Mangel an sozialen Kontakten hin. Aber selbst isoliert lebende Menschen müssen nicht einsam sein. Isolation kann aber genauso wie das Alleinsein das Gefühl von Einsamkeit befördern und damit zu einem gesundheitlichen Risiko werden. Soziale Exklusion kann nicht nur Einzelne, sondern ganze Gruppen betreffen, die durch geringere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, sich daher isoliert und einsam fühlen. Deutlich mehr Menschen leiden unter sozialer Isolation und gesellschaftlichem Ausschluss. Der Sozialverband Deutschland geht in seinem aktuellen Gutachten hierbei von Werten zwischen 15 und 30% aus. Behinderung, chronische Erkrankung, Pflegebedürftigkeit, Armut und Langzeitarbeitslosigkeit sowie fehlende soziale Infrastruktur können Einsamkeit und soziale Isolation befördern. Es sind gerade diese vulnerablen Gruppen, die oft nicht nur einen geringeren Zugang zu sozioökonomischen Ressourcen haben, sondern auch unter einem Mangel an sozialen Unterstützungsmöglichkeiten leiden. Einsamkeit in ihrer Mehrdimensionalität ist ein Phänomen, das in den vergangenen Jahren in den verschiedenen Lebensbereichen und Fachdisziplinen an Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur im Altern, sondern auch in der Migration, der Gesundheit, der Familie und der Kinder- und Jugendhilfe ist Einsamkeit zum Thema geworden. Der paritätische Teilhabebericht hat beispielsweise gezeigt, dass bereits vor der Corona-Pandemie jeder dritte Mensch mit Beeinträchtigung oder Schwerbehinderung von Einsamkeit betroffen war, während weniger als jeder sechste Mensch ohne Beeinträchtigung angab, oft oder eher oft einsam zu sein. Es sind daher aus unserer Sicht soziale Isolation und Exklusion und deren Auswirkungen, die näher betrachtet und entsprechend bearbeitet werden müssen. Dafür sind wir gerne an Ihrer Seite und gern auch Partner. Vielen Dank, Frau von Zurgarten. Wir machen weiter mit Professor Dr. Lipke. Frau Professor Dr. Lipke, Sie haben das Wort. Okay, vielen Dank. Jetzt hören Sie mich, oder? Ja, wir hören Sie jetzt. Gut. Alles klar. Also, vielen Dank für die Einladung. Wir wissen, dass viele Menschen sich einsam fühlen und Sorgen haben, einsamer zu werden. Und nun müssen wir besser verstehen, was funktioniert eigentlich, insbesondere wann, wie und bei wem. Wir sollten dabei an alle Menschen denken, auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen, auch Menschen mit Migrationshintergrund oder einer anderen Kultur als wir selber. Und wir sollten soziale Teilhabe und Barriereabbau besser unterstützen. Wir dürfen die Menschen nicht alleine lassen, wenn sie andere Menschen brauchen, gerade in kritischen Lebensereignissen. Und die Corona-Pandemie, die wir gerade alle erleben, kann so ein kritisches Lebensereignis sein. Wir sollten bestehende Strukturen und Maßnahmen stärken, um Menschen aus der Einsamkeit herauszuholen und ihre Eigenverantwortung zu fördern. Durch das Unterstützen von Unterstützer und Unterstützerinnen, zum Beispiel Gesundheitsfachpersonal, Beratende von Erwerbsminderungsrentner und Rentnerinnen, Sportvereine und zum Beispiel Lehrende. Dazu möchte ich im Folgenden ein paar Beispiele geben. Und zwar meiner eigenen Forschung, aber die wird auch gestützt von vielen anderen Experten. Ein wichtiger Punkt ist die körperliche Aktivität als Gesundheitsverhalten. Und wir sehen da, dass viele Menschen dann weniger Einsamkeit erleben, wenn sie körperlich aktiv sind und dauerhaft das in ihren Lebensalltag eingebaut haben. Insbesondere dann, wenn sie Single sind oder alleine leben. Und das haben wir bei jüngeren Menschen im Studierendenalter gefunden, vor und während der Pandemie. Eben wurde schon gesundheitliche Beeinträchtigung genannt. Und Menschen sind oftmals arbeitsunfähig, also krankgeschrieben oder in zeitlich befristeter Erwerbsminderungsrente. Solche Menschen haben wir in einer Studie untersucht, weil viele von ihnen auch unter weniger zur Verfügung stehendem Geld leiden und eine schlechtere Lebensqualität berichten. Dabei haben wir gefunden, dass die Einsamkeit einen wichtigen vermittelnden Faktor darstellt. Also das heißt, wer schafft, trotz weniger finanzieller Mittel gut mit anderen Menschen vernetzt und verbunden zu bleiben,
Der oder die hat auch eine bessere Lebensqualität. Diejenigen, die sich ausgeschlossen und nicht verstanden fühlen. Als weiteres Thema sollte die Mobilität und der Migrationshintergrund bedacht werden. Hier haben wir selbst in einer Untersuchung mit unseren Studierenden untersucht, wie der Migrationshintergrund da zusammenhängt. Und Einsamkeit kann hier einen wichtigen vermittelnden Faktor darstellen. Deswegen mein Aufruf, dass wir möglichst bei der Kommunikation anfangen und nicht von Social Distancing sprechen, sondern Physical Distancing verwenden. Also das heißt, als ein Beispiel. Ich könnte viele weitere nennen und gehe gerne im Folgenden weiter darauf ein. Danke. Das können wir vielleicht noch bei den Fragen dann machen. Vielen Dank. Professor Dr. Luhmann, bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich auch für die Einladung zu dieser Anhörung. Mein Name ist Maike Luhmann, ich bin Professorin für Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum und ich forsche mittlerweile seit über 10 Jahren zu dem Thema Einsamkeit. In meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich recht ausführlich geschildert, wie Einsamkeit definiert und gemessen wird. Darauf möchte ich natürlich nicht im Einzelnen jetzt eingehen, möchte aber darauf hinweisen, dass es ein Problem ist, dass wir bisher noch gar nicht genau sagen können, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich von Einsamkeit betroffen sind. Aber selbst nach vorsichtigen Schätzungen sind es vermutlich mehrere Millionen Menschen bereits vor Beginn der Covid-19-Pandemie. Und die Pandemie hat das Thema natürlich sehr stark verschärft. Wir haben in vielen Studien gesehen, dass Einsamkeit erheblich zugenommen hat in allen Bevölkerungsgruppen, besonders aber bei den jungen Erwachsenen, bei den jungen Familien und bei den Alleinlebenden. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, ob Einsamkeit eigentlich überhaupt ein politisches Thema sein sollte. Denn schließlich handelt es sich ja um etwas, was ein sehr individuelles Problem zunächst ist. Und ich würde diese Frage klar bejahen. Zunächst einmal, weil natürlich der Staat eine Fürsorgepflicht gegenüber den BürgerInnen hat. Aber wenn das noch nicht als Begründung reicht, dann braucht man nur auf die gesundheitlichen und damit auch verbundenen wirtschaftlichen Kosten von Einsamkeit zu schauen, um zu verstehen, dass dies ein Thema ist, mit dem sich auch die Politik beschäftigen sollte. Und ich begrüße es sehr, dass dieses Thema jetzt auch im Bundestag angekommen ist. Andere Länder sind uns da deutlich voraus. Im United Kingdom oder auch in den Niederlanden, in Australien gibt es schon seit einiger Zeit Initiativen auf politischer Ebene. Ich freue mich auch, dass das Thema in Deutschland auf verschiedenen Ebenen immer mehr Anklang findet. Zum Beispiel beschäftigt sich der Landtag in NRW im Rahmen einer Enquete-Kommission schon länger mit dem Thema. Ich gehöre dieser Enquete-Kommission auch als ständige Sachverständige an. Und auch auf der EU-Kommissionsebene gibt es bereits Diskussionen zu dem Thema. Und das begrüße ich natürlich sehr und vor allem jetzt in dieser Zeit der Covid-19-Pandemie müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Diese Pandemie hat das Thema aber auch, kann auch als Chance hier gesehen werden, denn noch nie haben so viele Menschen sich dafür interessiert und ist es so bewusst geworden. Als konkrete Maßnahmen befürworte ich natürlich sehr die Einrichtung einer wissenschaftlich besetzten Expertenkommission, an der aber auch andere beteiligte Menschen beteiligt werden sollten, zum Beispiel ehrenamtlich Engagierte und Betroffene selbst. Wir brauchen dringend mehr Forschungsförderung zu dem Thema, wie meine Kollegin Frau Bücker eben schon ausgeführt hat. Wir haben kaum belastbare Daten zur Einsamkeit in Deutschland. Und wir brauchen dringend eine Vernetzung der verschiedenen Akteure. Und auch das geht nur, wenn es entsprechend finanziert wird. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Die nächste ist Frau Odig, bitte. Sehr schönen guten Tag, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Zuhörer. Ich danke Ihnen, dass ich Ihnen hier als Stellungnahme einen Einblick in die Praxis bieten darf. Ich bin die Abteilungsleiterin für das soziale Ehrenamt bei dem Malteser Hilfsdienst e.V. Und zugleich auch Projektleiterin für das Projekt Miteinander füreinander, welches vom BMFSJ für die nächsten 4 Jahre gefördert wird. Hier ist das Thema, das zentrale Thema Einsamkeit im Alter. Und einsame Menschen im Alter erleben wir in unserer täglichen Arbeit, sei es in den Pflegediensten, sei es in Hospizdiensten, sei es im Menüservice, sei es in unseren Besuchs- und Begleitungsdiensten, wo wir häufig der einzige soziale Kontakt von einsamen Menschen sind. Alte Menschen sind im Gegensatz zu Jungen nicht mehr selber in der Lage, an ihrer Einsamkeit etwas zu ändern. Häufig sind sie in der Mobilität eingeschränkt durch gesundheitliche Probleme. Wir haben derzeit den Zugang durch Ehrenamtliche zu diesen Menschen. Wir bilden Ehrenamtliche aus in der Begleitung. Diese Ehrenamtlichen werden
durch hauptamtliche Koordinierungskräfte geführt. Und Ehrenamtliche, ca. 7.000 sind in der Begleitung bei den Maltesern tätig, haben einen wunderbaren Zugang zu alten Menschen, wesentlich niedrigschwelliger teilweise als Hauptamtliche, wohin das Hauptamtliche natürlich ich nicht schmälern möchte. Doch hier geht es gerade um soziale Begleitung und um soziale Ansprechpersonen, um Gespräche führen, um Dasein. Wir sehen zwei Handlungsfelder. Zum einen, Einsamkeit ist schambesetzt, wie die Vorrednerin auch schon erwähnt haben. Und uns fehlen einfach neue Zugangswege zu alten Menschen, zu einsamen Menschen. Es kommt niemand und sagt, ich bin einsam, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, auch deswegen sind die Forschungsergebnisse unterschiedlich. Also da ist ein Ansatz, den wir vorschlagen, die aufsuchende Arbeit, die auch in anderen Ländern, unter anderem Schweden oder auch Holland, schon praktiziert wird. Dass wir die Menschen aufsuchen und hören, wie es ihnen geht und dort aufmerksam machen auf Hilfsmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Ehrenamtliches Engagement kann auch dazu beitragen, Einsamkeit zu lindern. Denn wenn ich mich selber engagiere, frühzeitig engagiere und auf Hilfen aufmerksam mache, dann bin ich auch später vielleicht mehr in der Lage, mir selber zu helfen. Ehrenamt ist ein wesentlicher Faktor für uns Malteser. Und hier braucht es, wie ich schon angesprochen, hauptamtliche Unterstützung, die jedoch nicht refinanziert ist. Das heißt, da wünschen wir uns analog zur Hospizarbeit, wo es eben eine Refinanzierung gibt, auch da eine Unterstützung im Regelfall, sodass das Ehrenamt hier weiter ausgebaut werden kann. Ich danke Ihnen und freue mich auf die spätere Diskussion. Vielen Dank. Und Frau Schilling, ich bitte Sie um Ihr Eingangsstatement. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich bin Elke Schilling von Haus aus Diplom-Mathematikerin, Statistikerin, Staatssekretärin AD und Gründerin vom Silbernetz. Silbernetz richtet sich mit seinem deutschlandweiten Angebot an ältere Menschen mit Einsamkeitsgefühlen. Unsere Grundgesamtheit, an die wir uns richten, sind ungefähr 8 Millionen Menschen in Deutschland. Davon haben wir in den letzten 2,5 Jahren unserer Existenz etwa 130.000 erreicht, die bei uns angerufen haben und uns ihre Nöte und Beschwerden mitgeteilt haben. In ihrem Namen danke ich dafür, dass ich das heute hier vortragen darf. Wir nehmen Alterseinsamkeit sozusagen als Hintergrund für unsere Arbeit, weil, wie Frau Odeck eben schon sagte, alte Menschen sehr wenig Möglichkeiten haben, wenn sie erst mal da hineingefallen sind, eigenaktiv wieder rauszukommen. Sie können eigenaktiv bei uns anrufen und wir hören von ihnen und geben ihnen eine Stimme. Für uns sind die Ursachen von Alterseinsamkeit einmal die Abnahme der gewachsenen Kontakte, weil je älter ich werde, desto kleiner wird die Vertreterschaft meiner Altersgruppe, das heißt Verwandte, Bekannte, Freunde rundum sterben weg und es bleibt niemand mehr übrig, zu dem ich gewachsenen Kontakt habe. Neue Kontakte zu errichten ist unglaublich schwer. Eine zweite Ursache sehen wir in der Informationsarmut, der sich insbesondere ältere Menschen gegenübersehen. Da sagt eine Studie, dass ungefähr 30% der Alten nicht wissen, was es überhaupt für kommunale Angebote für sie gibt, einfach weil auch unter anderem unsere moderne Informationsgesellschaft darauf setzt, dass Menschen bis zum Lebensende bereit, willens und fähig sind, sich mit den modernen Informationstechniken so auseinanderzusetzen, dass sie zu den Informationen kommen, die sie brauchen zum Überleben. Und das Und entsprechend der Organisation von Altenhilfe in den Kommunen, die ja freiwillige Aufgabe ist, gibt es also auch kaum umfassende Informationsangebote zu dem, was da ist vor Ort. Die dritte Ursache für Alterseinsamkeit sehen wir in den gesellschaftlichen Stereotypen zu Alter und Geschlecht. Einmal ist bekannt, dass die Mehrheit der Alten weiblich ist, je älter, desto mehr Frauen und so weniger Männer. Und zum anderen sind negative Altersstereotype auch etwas, was selbst die Beteiligten daran hindert, sich aktiv mit den Themen rund ums Altern und damit aber auch mit den eigenen Bedürfnissen und Schlagworten, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, auseinanderzusetzen. Unser Vorschlag für notwendige Maßnahmen zur Prävention von Alterseinsamkeit ist einmal die Entstigmatisierung von Einsamkeit und Alter durch wirksame Kampagnen. Es gibt seit Jahren eine Kampagne für andere Altersbilder. Wer kennt die vom Bundesministerium ins Leben gerufen wurde? Wir fordern umfassende Untersuchungen zu Einsamkeit und ihren Folgen in allen Altersgruppen bis ans Lebensende. Bisher endet das bei 85, das heißt 30 Altersjahrgänge ist völlig ausgeblendet aus der Forschung. Und wir wollen, dass Jugendhilfe
dass Altenhilfe eine Pflichtaufgabe der Kommunen wird, um, wie Frau Odeck sagte, dafür zu sorgen, dass nachhaltige Finanzierungen für Angebote der Altenhilfe in den Kommunen gesichert sind. Unsere Empfehlung ist ein Gemeinsinnbeauftragter, und zwar eine Leiterin oder ein Leiter eines Spiegelreferates für Gemeinsinn im Bundeskanzleramt mit entsprechenden Funktionsträgerinnen bei den Ressorts Wissenschaft, Bildung, Soziales, Arbeit, Bauen, Wohnen, Regionalplanung und Verkehr. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Und das letzte Eingangsstatement. Frau Dr. Thomas, bitte. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für die Einladung zu dieser Stellungnahme als Vertreterin des Forschungsverbundes Kindheit, Jugend und Familie in der Corona-Pandemie, die sich bezieht auf Einsamkeitserfahrungen im Jugendalter anhand der Befunde aus den JUKO-Studien, die wir im vergangenen Jahr zu dem Erleben und Wohlbefinden junger Menschen zwischen 15 und 30 Jahren durchgeführt haben. Mit beiden Studien wurden ca. 13.000 Fragebögen ausgewertet. Es lässt sich anhand der quantitativen Daten, aber auch aus den zahlreichen freien Kommentaren der Befragten deutlich erkennen, auch junge Menschen erleben Einsamkeit. Diese Erfahrungen verschärfen sich in Zeiten der Pandemie, werden aber durch die Kontaktregelungen und Schutzmaßnahmen auch erst hervorgebracht und sichtbar. 35% der Studienteilnehmerinnen aus JUKO 2 geben an, sich einsam zu fühlen. Das Leben junger Menschen innerhalb von Bildungsinstitutionen, in Freizeitstätten oder während zivilgesellschaftlichem Engagement findet zurzeit kaum Raum. In den JUKO-Studien sprechen viele junge Menschen daher von ihrer Einsamkeit und einem sehr isolierten Alltag. Sie beschreiben auch ihre wachsenden psychischen Probleme, die damit verbunden sind. Diese Gefühle entstehen, obwohl junge Menschen zum überwiegenden Teil gar nicht alleine leben. Einsamkeit betrifft junge Menschen in allen Haushaltsformen. Aus diesen Befunden können wir Grundsätzliches lernen. Punkt 1. Junge Menschen brauchen öffentliche Infrastrukturen, um sich in ihrem sozialen Leben entfalten zu können. Die digitalen Räume bieten allein keinen gleichwertigen Ersatz für soziale Begegnungen. Einsamkeit ist, das sehen wir an der aktuellen Lage, eine Folge von fehlenden sozialen Räumen und Gelegenheiten. Punkt 2. Junge Menschen können nicht auf das Leben mit Familie reduziert werden. Die Peers sind eine sehr wichtige Komponente in der Prävention von Einsamkeit. Punkt 3. Junge Menschen fühlen sich von der Politik kaum mit ihren Sorgen wahrgenommen und sie erhalten so gut wie keine Beteiligungsmöglichkeiten. Diese Wahrnehmung verstärkt sich während der Pandemie. Das hat Einfluss auf ihre Sorgen und das Erleben von Einsamkeit intensiviert sich durch die aktuelle Krise. Punkt 4. Die Erfahrung von Einsamkeit hängt von sozioökonomischen Ressourcen ab. Junge Menschen mit schlechter finanzieller Absicherung oder zum Beispiel mit Beeinträchtigungen sind häufiger von Einsamkeit betroffen. Somit ist das Erleben von Einsamkeit an soziale Ungleichheit gekoppelt. Das zeigen die Studienergebnisse sehr deutlich. Bei der Fokussierung auf Einsamkeit im Jugendalter geht es allerdings nicht darum, Generationen- oder Alterskonkurrenzen zu erzeugen. Es bleibt jedoch hervorzuheben, dass sich Einsamkeit unter jungen Menschen anders und vermutlich auch subtiler äußert. Ihre Beziehungen und Abhängigkeiten gegenüber Eltern oder anderen Erwachsenen können Einsamkeit verdecken und somit schwerer sichtbar machen. Daher ist es wichtig, dass es mehr politische Mitgestaltungsmöglichkeiten und soziale Hintergrundsicherheit auch für junge Menschen gibt. Darin würde eine nachhaltige Maßnahme gegen soziale Ausschlüsse und Einsamkeitserfahrung junger Menschen liegen, nicht nur in Krisenzeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war eine Punktlandung. Wir kommen jetzt zur Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Ich rufe die Fraktionen nacheinander auf. Denken Sie bitte dran, die Fragen und Antworten sind in Ihrem Zeitbudget enthalten. Ich bitte Sie alle, möglichst maximal 2 Fragen an 2 Sachverständige zu stellen. Und damit beginnen wir. Frau Landgraf von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und einen herzlichen Dank auch an alle Sachverständige. Ich möchte zuerst Frau Schilling fragen, wie sollte überhaupt die Kampagne gegen die Entstigmatisierung von Einsamkeit aussehen? Was könnte man noch Pfiffigeres machen, damit mehr Leute das überhaupt bedenken? Und welche Netzwerke könnten dabei auch helfen? Und dann noch die zweite Frage, wie stehen Sie zur Position eines Beauftragten der Bundesregierung für Einsamkeit oder man könnte ihn sicher auch für Gemeinsinn, wie Sie es gerade vortrugen, nennen. Wie stehen Sie dazu? Und dann meine nächsten Fragen gehen an Frau Professor Lipke. Da ist es so ähnlich. Da wollte ich Sie auch fragen, wie könnte es aussehen, so eine Kampagne gegen die
so eine Kampagne, um die Entstigmatisierung von Einsamkeit zu schaffen. Wie könnte sowas aussehen? Und dann auch, wie stehen Sie zur Position eines Beauftragten der Bundesregierung? Und dann hatte ich noch eine kleine Nebenfrage, weil das mir so besonders auffiel und mir auch sympathisch war. Nämlich die körperliche Bewegung würde helfen, aus der Einsamkeit herauszukommen. Können Sie uns das noch ein bisschen näher erklären, Frau Professor Lipke? Also die erste Frage ging an Frau Schilling. Sie haben das Wort, bitte, Ihre Antwort. Vielen Dank für diese Frage. Ich gucke seit Jahren neidisch auf die englische Ich gucke seit Jahren neidisch auf diese englische Campaign to Fight Loneliness. Das ist einmal im Internet, das ist Vernetzungsplattform, das ist Informationsplattform für alle Beteiligten, für Wissenschaft, Forschung, Initiativen, aber auch für Regierungen und Verwaltungen. Das ist erstmal im Internet für das eine und das ist begleitet tatsächlich durch viele Aktionen vor Ort, die über diese Campaign gesteuert werden. So etwas hier in Deutschland vermisse ich schmerzlich und ich denke, das wäre unheimlich hilfreich, dort genauer hinzuschauen und das im Rahmen der Möglichkeiten nachzufinden und hier zu reproduzieren. Das ist die eine Frage. Und den Gemeinsinnbeauftragten wäre wirklich nicht so eine Einzelfunktion, sondern ein Spiegelreferat, das auch die Arbeiten zum Thema Gemeinsinn, also gegen Einsamkeit, Verbindung und Connecten schaffen, in den unterschiedlichen Ressorts der Bundesregierung die Erfahrungen und das Wissen und die Initiative zusammenfasst und koordiniert. Das wäre meine Vorstellung davon. Dankeschön. Dank. Professor Lipke hat das Wort, bitte. Herzlichen Dank. In Bezug auf den Beauftragten oder die Beauftragte würde ich mich gerne Frau Schilling anschließen. Ich denke, dass Einsamkeit ein Querschnittsthema ist, was überall mitbedacht werden sollte. Dementsprechend würde ich mich aussprechen gegen ein Einsamkeitsministerium als so eine Säule, sondern es sollte einfach in den verschiedenen Strukturen, die wir eh schon haben, mitbedacht und dort weiter gefördert werden. Also jetzt beispielsweise Bundesteilhabebericht beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Da sollte das einfach noch stärker mitbedacht und gefördert werden, dass wir die Einsamkeit adressieren und überwinden und da wirklich die Mechanismen besser verstehen. Also von daher ressourcübergreifend. BMG ist ein anderes Ministerium, was sich um dieses Thema stärker noch fördern könnte. Von daher hoffe ich, dass es eben nicht nur ein Thema vom BMFSJF sein sollte. Und dann in Bezug auf die Kampagne, also ich kann das gerne am Thema körperliche Aktivität auch ein bisschen ausführen. Also wir haben ganz viele Projekte zu Lebensstil und körperliche Aktivität ist eben ein Lebensstilfaktor, der aktiv aufgebaut werden kann. Und da sehen wir, dass das viel einfacher fällt, als zum Beispiel ungesunde Ernährung aufgeben. Also das heißt, es ist einfacher, etwas Neues anzufangen und dann einfach Ressourcen dafür zu finden, auch wenn das erstmal so erscheint, als wenn es diese Ressourcen nicht gibt. Und dementsprechend muss man dann eher sagen, okay, jetzt wird Sofa-Sitzen aufgegeben und ersetzt durch eben rausgehen, spazieren gehen. Und über dieses einfach losgehen, andere treffen, mit anderen gehen, sich mit anderen verpflichtet fühlen und eben dieses ganz menschliche Grundbedürfnis auch erfüllen. Wir haben das jetzt unterstützt bei jungen Menschen, haben gesehen, das funktioniert wunderbar. Also von daher, oftmals ist es einfach auch so ein bisschen die Gedanken einfach mal lösen. Und viele Menschen, die sich einsam fühlen, ich erlebe das immer wieder, nachdem ich in der Presse war, dass ich dann Zuschriften bekomme oder auch Anrufe, die haben unheimlich hohe Erwartungen an Maßnahmen. Die stellen immer so die Wunderfrage, so was soll ich jetzt machen? Und dann soll plötzlich alles anders sein. Aber so einfach geht das meistens nicht. Und dementsprechend würde ich da auch wieder sagen, als Kampagne ist es notwendig, eben bei sich selber anzufangen und auch wenn man sich selber einsam fühlt, nicht auf Suche begeben nach anderen Einsamen, mit denen man sich dann weniger einsam fühlt, sondern anderen helfen, aus dem, was auch immer sie gerade belastet, rauszukommen. Und körperliche Aktivität kann da einfach helfen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass körperliche Aktivität einfach Hormone freisetzt, die förderlich sind für die Gesundheit, für das Wohlbefinden, auf der anderen Seite eben auch Stresshormone abbaut.
Und dementsprechend, das ist etwas, was über die ganze Lebensspanne wirkt, bis ins hohe Alter. Wir haben Projekte gemacht, wo wir eigentlich nur die Menschen bewegen wollten, mehr sportlich aktiv zu sein. Und die sind gekommen, weil sie Interesse hatten an Gruppenaktivitäten. Also das heißt, die wollten andere Menschen treffen. Die wollten etwas gemeinsam machen. Und darüber können wir die dann eben auch in ihrem Wohlbefinden fördern. Und die Einsamkeit ist dabei ein wichtiger Faktor, der vermittelnd damit wirkt. Und nicht bei jedem, nicht jeder fühlt sich einsam. Viele Menschen können auch gut alleine sein. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, und das ist auch etwas, was einfach mit der Kommunikation zusammenhängt, Einsamkeit gehört zu den Menschen dazu. Und jeder fühlt sich mal ein bisschen einsam, nur es darf halt nicht zu viel werden oder zu lange andauern. Oder wenn man eben keine Chancen mehr sieht, da rauszukommen, dass man dann weiß, was man machen kann. Und das, denke ich, ist das hauptsächliche Ziel bei solchen Kampagnen. Vielen Dank. 3 Minuten noch, Frau Landgraf, noch eine Frage? Sie haben jetzt noch 3 Minuten. Nee, Sie haben auch noch eine zweite Runde. Ja. Aber wir haben jetzt in der Zeit noch mal 3 Minuten. Also eine Frage ginge noch. Ja. Da hätte ich noch eine Frage an Frau Schilling. Wie sieht das aus? Noch mal nach meinen Netzwerken gefragt. Wo nehmen Sie jetzt Leute her, die tatsächlich Informationen an die ältere Generation weitergeben, und zwar so, dass die ältere Generation das auch versteht? Also nicht unbedingt nur Internet. Man muss ja auch aufsuchend jemanden finden, der sowas kann. Und wo sind diese Freiwilligen und Ehrenamtler? Frau Schilling, bitte Ihre Antwort. Die sitzen bei uns am Silbertelefon und als ehrenamtliche Silbernetz-Freundinnen im direkten Kontakt mit ihren alten Menschen. Das heißt, wir haben mit unserer 3. Stufe der Silberinfo, sammeln wir die Informationen altenhilfegerecht in deren Vokabular und können unseren Anruferinnen, wenn sie denn eine Frage haben, was sie brauchen, auch genau sagen, was sie wo finden in ihrem Wohnumfeld. Eine solche Vernetzungsinstanz mit deutschlandweiten Informationen zu Angeboten der Altenhilfe gibt es einfach nicht. Gibt es weder in den wenigsten Kommunen. Berlin hat mit dem Hilfelotsen ein Informationssystem geschaffen, das Angebote rund um Pflege und Betreuung und Krankheit bringt. Wir komplettieren diesen Hilfelotsen mit den Angeboten rund um Bildung, Begegnung und Beteiligung. Aber in der Auseinandersetzung mit dem Hilfelotsen haben unsere Leute halt das Fachvokabular der Altenhilfe gelernt, das es ihnen möglich macht, am Telefon im Gespräch zu recherchieren, wenn ein Anrufer sagt, ich brauche jetzt jemanden, der mich zum Arzt begleitet. Ich brauche Nachbarschaftshilfe zum Einkaufen. Ich brauche was weiß ich was. Ich brauche einen Chor oder einen Begegnungspunkt in der Nähe. Wir können dann im Internet recherchieren, soweit diese Informationen da sind, und sie dem Anrufer dann auch mitteilen. Da sind wir sehr einzigartig in Deutschland. Ich würde mir wünschen, dass da was tatsächlich deutschlandweit für ganz viele möglich ist und es nicht bei unseren 130.000 Anruferinnen bleibt, denen wir solche Informationen geben konnten. Aber es spricht sich gerade herum und es wächst täglich. Und auch die gezielten Fragen, was ich brauche als Mensch in höherem Lebensalter und wenn ich mit 87 allein in meiner Wohnung sitze und nach einem Pflegedienst suche und weiß nicht, wie ich es machen kann, wir können ihm das mitteilen. Vielen Dank. Das ist richtig praktische Hilfe im Alltag, ja. Ne? Dankeschön, machen wir als geschenkte Zeit von der CDU-CSU-Fraktion und Sie haben ja dann nochmal den zweiten Block. Wir machen weiter mit der AfD-Fraktion. 8 Minuten. Herr Reichert, bitte, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Tag zunächst mal. Vielen Dank für die Eingangsstatements und die bisher sehr interessante Diskussion. Es ist ja außerordentlich zu begrüßen, dass das Thema Einsamkeit, soziale Distanz, auch physische Distanz, hier auf die Tagesordnung gerückt worden ist. Und wir müssen uns ja die Frage stellen, also jedenfalls stelle ich sie mir ganz besonders, gerade jetzt in Zeiten von Corona haben wir ja auch aus den Eingangsstatements gehört, dass sich diese Maßnahmen dass sich diese Situation verschärft, dass also die Probleme, die Menschen haben, gerade auch dann psychischer Natur weiter zunehmen. Und vor dem Hintergrund, dass ja, ich sage mal, Regierung doch momentan in ihrer Corona-Politik eher aus meiner Sicht etwas einfallslos ist, würde ich meine Fragen dahingehend richten, wie wir tatsächlich helfen können, wie auch in Kommunen und so weiter unterstützt werden kann. Dazu wäre meine erste Frage an Frau Dr. Thomas: Auf welche Weise können eben nicht nur Bund und Länder, sondern gerade auch
die Kommunen mit Angeboten darauf reagieren, gerade vor dem Hintergrund, dass eben im Moment die, ich nenne das mal, klassischen Möglichkeiten des Zusammenseins für junge Menschen, aber auch für viele Ältere stark eingeschränkt sind. Was schwebt Ihnen davor? Was könnten wir tun, um hier konkret in der Situation zu helfen? Danke. Frau Dr. Thomas, Ihre Antwort bitte. Ja, danke. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Das setzt eben sowohl auf kommunaler Ebene an, aber wenn man sich die Schulen anguckt, kann man eben auch die Bildungsministerien nochmal ins Boot holen. Wie können junge Menschen zum Beispiel sich auch an der Organisation der Schule, des Homeschooling oder des Präsenzunterrichts beteiligen? Da sind die Schülerorganisationen im Moment wenig vertreten, aber auch wenig gefragt. Und auf kommunaler Ebene, wir beschäftigen uns viel eben auch mit benachteiligten Förderung oder den Nachteilen von jungen Menschen, die eben eher nicht so gut aufgestellt sind in ihren Ressourcen. Und es zeigt sich immer wieder, dass junge Menschen beteiligt werden wollen, also insbesondere in ihrem sozialen Lebensumfeld, in dem sie sich bewegen, also an politischen Gremien mitzuentscheiden, in Jugendparlamenten, also das, was ihr unmittelbares Leben bewegt. Und das fördert ihre Aktivität. Insofern würde ich immer sagen, muss man dort einsetzen, wo die jungen Menschen sich bewegen und nicht unbedingt nur auf bundespolitischer Ebene, wobei sie sich auch dort einmischen. Wir haben den Caregiver-Verein mitgegründet, junge Menschen, die eben in der Jugendhilfe aufgewachsen sind, die mittlerweile auch im Bundesministerium beratend tätig sind. Also ich finde, das ist das beste Beispiel, wenn man jungen Menschen die Gelegenheit gibt, sich zu beteiligen, auch eigene Positionierung vorzunehmen, politische Stellung zu beziehen, dann erreicht man eben auch eine Aktivierung und auch eine Form der Selbstorganisation, die auch stark die Peer-Netzwerke stärkt, also dass junge Menschen sich miteinander vernetzen. Und das würde ich unterstellen, dass das bei Senioren genauso ist, wenn man da eben auch entsprechende Netzwerke schafft, dass auch die Aktivität untereinander sich erhöht. Danke. Dankeschön. Herr Reichert, Ihre nächste Frage bitte. Ja, meine nächste Frage richtet sich an Frau Dr. Bücker. Die FDP fordert ja in ihrem Antrag innovative Städte- und Gemeindeplanung. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen weitreichender und strategischer, aber dennoch, wie kann denn eine solche Städte-Gemeindeplanung aussehen? Welche konkreten Vorschläge hätten Sie da, um eben durch diese Planungen Einsamkeit zu verhindern, sowohl bei jungen wie auch bei alten Menschen? Frau Dr. Bücker, Ihre Antwort bitte. Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben im vergangenen Jahr eine Studie durchgeführt, bei der wir Einsamkeit kartografisch dargestellt haben und zeigen, in welchen Regionen Menschen in Deutschland besonders einsam sind. Diese Karte finden Sie auch in meiner ausführlichen schriftlichen Stellungnahme. Was sich dort in dieser Studie gezeigt hat, ist, dass besonders Regionen, die wenige öffentliche Parks und Sport- und Freizeitmöglichkeiten bieten oder wo Menschen das Gefühl haben, sie leben sehr weit weg von diesen Möglichkeiten der gemeinschaftlichen Aktivität, dass diese Menschen sich eben besonders einsam fühlen. Und das sind häufig oder da werden häufig Angebote benötigt, die eben sehr niederschwellig sind und auch einen Gemeinschaftsraum darstellen, der ohne dass man ein spezifisches Talent mitbringt oder auch ohne dass man spezifische finanzielle Ressourcen mitbringt, genutzt werden können. So etwas wäre sicherlich sinnvoll, auch in der Stadtplanung der Zukunft mitzubedenken, dass solche Gemeinschaftsräume und öffentliche Plätze, die für alle zugänglich sind, irgendwie mitgedacht werden. Darüber hinaus haben wir aber auch gefunden, dass es jetzt keinen direkten Stadt-Land-Unterschied in der Einsamkeit zu geben scheint. Also es ist nicht so, dass automatisch Menschen, die in der Stadt leben, einsamer oder weniger einsam sind als Menschen, die in ländlicheren Regionen leben, sondern es scheint da eben sehr stark auf das direkte, unmittelbare Umfeld anzukommen. Hier benennen Menschen zum Beispiel auch das nachbarschaftliche Verhältnis als starke Ressource für das oder gegen Einsamkeit im Grunde genommen. Und ein weiterer Punkt war, dass besonders Regionen, die durch eine starke Bevölkerungsfluktuation gekennzeichnet sind, also Regionen, wo viel Zuzug und Wegzug passiert, dass das Regionen waren, die überdurchschnittlich einsam waren. Hier verändert sich das soziale Netz im Umfeld der Menschen einfach deutlich stärker. Vielen Dank. Sie haben noch 2 Minuten, Herr Reichert. Noch eine Frage, eine kurze? Ja, dann würde ich gerne noch Frau Schilling fragen. Sie als Praktikerin, das ist mir besonders wichtig. Es wird ja gefordert, diese interdisziplinär besetzte Expertenkommission hier ins Leben zu rufen.
Sie haben nun sehr stark aus der Praxis berichtet und ich würde gerne wissen, halten Sie diese Kommission für notwendig oder würden Sie sich eher eine Unterstützung der Praktiker direkt, zum Beispiel von Organisationen wie der Ihren, wünschen? Das würde ich gerne, würde mich interessieren. Dankeschön, Frau Schilling. Anderthalb Minuten haben Sie noch, bitte zur Antwort. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Auch bei Expertenkommissionen sind die Erfahrungen von Praktikern durchaus verwendbar und in die Erforschung der Umstände letzten Endes mit einzubringen. Und natürlich wünschen wir uns als einziges bundesweites Angebot, das in dieser Dreistufigkeit existiert für ältere Menschen, eine adäquate Unterstützung, damit wir uns konsolidieren können und tatsächlich, so wie die Briten nach 3 Jahren über 1 Million Anrufe entgegennehmen können und die Erfahrungen, die wir dort machen können, in die entsprechenden Kommissionen einspeisen können. Weil Fakt ist, bei unserem Telefon sind inzwischen Menschen bis zu 105 Jahren. Die noch Älteren werden auch noch von uns hören und auch noch bei uns anrufen. Und was Sie uns mitteilen von Ihren Lebensumständen, das findet derzeit nirgendwo Niederschlag in Forschungsergebnissen, gehört aber zum Wissen dazu, um Ihren Lebensbedürfnissen entsprechend auch politisch Angebote entgegenbringen zu können, damit es wirklich möglich ist, hier in Deutschland bis zum Lebensende an Bildung, Beteiligung und Begegnung teilzuhaben und dafür. Entgegen den üblichen Vorurteilen ist es ja so, dass die meisten auch der Hochaltrigen noch in den häuslichen 4 Wänden leben und viele von ihnen eben keine Pflegedienste in Anspruch nehmen, sondern sich wirklich ihr Leben selbst organisieren und das zunehmend alleine. Und da staatlicherseits Unterstützung zu leisten in den Kommunen und von ihnen zu erfahren über ein Angebot wie das Silbernetz, ich denke, das ist auch ein Stück weit lebensnotwendig für die älteren Menschen. Vielen Dank nochmal, Herr Reichert, für die Frage. Vielen Dank. Und damit kommen wir zur Fragerunde der SPD-Fraktion. 7 Minuten. Ich gehe davon aus, Frau Schulte hat das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich nehme schon einen Auftrag mit aus dem, was ich gehört und gelesen habe an die Politik, nämlich, dass es an Forschung fehlt und dass es an Daten fehlt und dass wir da unbedingt tätig werden müssen. Bemerkenswert ist für mich auch, dass alle Sachverständigen heute Frauen sind. Da habe ich mir die Frage gestellt, ob das was mit Sensibilität für dieses Thema auch zu tun hat. Jetzt frage ich aber mal ganz konkret Frau Susanne Bücker. Es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Risikofaktoren für Armut. Ich kann mir vorstellen, wenn der Partner verstirbt und man verwitwet ist, dass das zum Beispiel ein Risikofaktor ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Armut ein Risikofaktor ist, wenn Sie mir dazu vielleicht noch mal etwas sagen könnten. Die zweite Frage an Frau Dr. Bücker wäre, Sie haben geschrieben und andere Experten auch, dass sowohl alte als auch junge Menschen einsam sein können. Gibt es da Unterschiede der Einsamkeit oder gibt es überhaupt unterschiedliche Einsamkeiten, sag ich mal? Ich könnte mir das sehr wohl vorstellen, aber vielleicht sind Sie da sehr viel klüger als ich. Und an Frau Udig würde ich gerne fragen wollen. Ich messe der aufsuchenden Arbeit einen hohen Stellenwert zu und ich träume eigentlich immer noch von einer Gemeindeschwester in jedem Dorf und in jeder Stadt, weil die den Zugang auch zu älteren Menschen hat. Man muss ja erstmal den Zugang zu den Menschen bekommen und das geht häufig nur, indem man sie aufsucht. Deswegen die Frage, sehen Sie das auch so? Und Sie machen das ja auch als Matheser, dass Sie aufsuchende Tätigkeiten unternehmen und schreiben uns in Ihrem Gutachten, in Ihrem Statement, dass Sie da Schwierigkeiten mit dem Datenschutz haben. Können Sie uns das vielleicht noch mal näher erläutern? Und welcher Stellenwert messen Sie zum Beispiel auch der Digitalisierung und Einsamkeit zu? Ist das bei Ihnen, bei Ihrer Arbeit auch ein Problem und ein Hinweis, dass man hier noch verstärkt tätig werden müsste? Vielen Dank. Frau Dr. Bücker, bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Schulte, für diese Fragen. Ich beginne einmal mit der ersten Frage, die sich auf den Risikofaktor Armut für Einsamkeit bezog. Und da haben Sie schon sehr, sehr richtig vermutet. Es ist tatsächlich so, dass Menschen, die ein niedrigeres Einkommen haben, ein erhöhtes Risiko dafür haben, einsam zu sein und auch einsam zu bleiben. Hier ist es sogar auch so, dass wenn junge Menschen im jüngeren Lebensalter Einsamkeitsgefühle entwickeln und sich diese Einsamkeit im jüngeren Erwachsenenalter chronifiziert, dann haben diese Menschen auch ein erhöhtes Risiko für finanzielle Probleme im späteren Lebensalter. Das heißt, hier würde man im Grunde genommen
man könnte im Grunde genommen an beiden Stellschrauben hier jetzt arbeiten. Man könnte versuchen, Armut zu reduzieren. Das ist sicherlich ein sehr sinnvolles Ziel, um somit Menschen vor der Vereinsamung zu schützen. Umgekehrt kann aber auch die Einsamkeitsprävention im jüngeren Lebensalter dafür sorgen, dass finanzielle Probleme im späteren Lebensalter dann nicht erst entstehen. Und wir wissen ja, dass Armut jetzt nicht nur für Einsamkeit ein Problem ist, sondern auch für viele weitere gesundheitliche Probleme, die dann wiederum zu einem erhöhten Einsamkeitsrisiko werden. Also hier halte ich eine Einsamkeitspolitik, die auch eine Armutsbekämpfung bedeutet, für sehr, sehr sinnvoll. Der zweite Punkt war, dass Sie ansprachen, dass sowohl alte als auch junge Menschen sich einsam fühlen können. Ich denke, da besteht ziemlicher Konsens bei allen Expertinnen und Experten, dass das so ist. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Ausmaß der Einsamkeit bei jüngeren oder bei älteren Menschen stärker oder weniger stark ist. Ich halte es hier nicht für sinnvoll, diese beiden Altersgruppen in irgendeiner Form gegeneinander auszuspielen. Beide Altersgruppen können sehr unter Einsamkeit leiden. Aber ich denke schon, dass sich zum einen die Ursachen der Einsamkeit zwischen diesen Altersgruppen erheblich unterscheiden können. Das ist im höheren Lebensalter zum Beispiel eingeschränkte Gesundheit oder verringerte Mobilität. Aber bisher fehlt es hier aus meiner Sicht an Forschung, die sich genau damit beschäftigt, ob dieses Einsamkeitsempfinden in den unterschiedlichen Altersgruppen gleich ist oder ob es hier Unterschiede gibt. Und wir brauchen sicherlich auch noch mehr Forschung, die identifiziert, was die konkreten Ursachen in den unterschiedlichen Altersgruppen eigentlich sind. Vielen Dank. Frau Odeig, Sie haben noch 2,5 Minuten bitte zum Antworten. Ja, vielen Dank für die Frage. Die aufsuchende Arbeit. Es gab eine Expertenrunde, schwierige Zugänge. Und tatsächlich war das Thema, dass wir einsame Menschen im Alter eigentlich fast ausschließlich durch aufsuchende Arbeit erreichen können. Die bisherigen Projekte, die es dazu gibt, Präsenz in Baden-Württemberg oder auch Gemeindeschwester Plus in Rheinland-Pfalz, sind alles kommunale Projekte. Wir Malteser versuchen jetzt im Rahmen des Projektes Miteinander Füreinander eben den Malteser Hausbesuch zu installieren, wo wir eben mit Ehrenamtlichen, das heißt also nicht professionellen Kräften, einen niedrigschwelligen Zugang zu Senioren und Senioren finden. Und hier stoßen wir tatsächlich auf das Thema Datenschutz, denn es ist gar nicht so leicht, die Kommune darf uns ja gar keine Daten weitergeben, was auch richtig und wichtig ist. Das Einzige, was wir machen können, ist eben, dass wir ein Informationsschreiben an Seniorinnen und Senioren schicken, wo die sich aktiv bei uns melden können. Das zeigen aber die Forschungsergebnisse damit, dass wir dadurch eben auch nur einen geringen Prozentsatz von den Menschen erreichen, die wir eigentlich erreichen möchten. Und der andere Weg wäre eben, dass man mit einem Terminvorschlag den Besuch schon ankündigt, wie es auch bei den anderen Projekten gelaufen ist. Und das ist tatsächlich, da stoßen wir gerade noch an andere Hürden. Die zweite Frage zum Thema Digitalisierung und Einsamkeit. Natürlich trägt die digitale Angebote tragen auch noch mit zur Verringerung von Einsamkeit. Silbernetz ist ja auch ein digitales Angebot, wenn man so nehmen möchte. Wir bieten einen Telefonbesuchsdienst an. Wir bieten auch IT-Seniorentreffs an, die sich da mit dem Thema Förderung von Digitalisierung von Seniorinnen und Senioren beschäftigen. Und wir glauben, dass wir, wenn wir da weiter tätig sind, dass dann auch Einsamkeit abnehmen kann. Denn wenn sich die Kommunikation einfach dadurch verstärken kann, wenn auch die Angebote, die überwiegend im Internet teilweise zu finden sind, auch gefunden werden von der Zielgruppe, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter im Informationsweitergabe und auch in der Kommunikation. Vielen Dank. Damit ist das geschenkte Zeit, 13 Sekunden, und wir kommen zur Fragerunde der FDP-Fraktion. 7 Minuten, Herr Agelidis, bitte, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, auch einen herzlichen Dank an alle Sachverständigen für die interessanten Ansätze und Ausführungen. Ich habe einige Fragen an die Sekunde, jetzt muss ich mal ganz kurz, ne, digital. Also, einige Fragen an Frau Thomas, die ich gerne stellen würde, und zwar, wie häufig tritt, Frau Thomas, chronische Einsamkeit in Deutschland auf und welche Veränderungen haben Sie in den vergangenen Jahren wahrgenommen? Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Gesundheitskompetenz und Einsamkeit, gerade hinsichtlich dessen, dass die Gesundheitskompetenz sich in Deutschland verschlechtert hat? Und letzte Frage in der Runde, welche Anforderungen ergeben sich eigentlich aus Ihren Erkenntnissen
aus welche Anforderungen geben sich aus Ihren Erkenntnissen, was das Thema Einsamkeit angeht, auch für die soziale Infrastruktur, die wir in unserem Land haben oder haben sollten. Vielen Dank, Frau Thomas. Ihre Antwort bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Also wir beschäftigen uns im Schwerpunkt eigentlich gar nicht mit Einsamkeitsforschung, sondern eher mit Beteiligungsforschung und haben im vergangenen Jahr 2 JUKO-Studien durchgeführt, eine im April und eine im November. Und man kann eben schon deutliche Verschiebungen zu diesen 2 Erhebungszeitpunkten feststellen, dass junge Menschen sich eben zunehmend isoliert fühlen, weil, glaube ich, auch die Lebenssituation von jungen Menschen immer sehr eingeschränkt wahrgenommen wird. Am Anfang hieß es ja, junge Menschen feiern Corona-Partys, nehmen die Regeln nicht ernst. Und wenn man die Studienergebnisse anguckt, dass sie Geschwister betreuen, dass sie Angehörige pflegen, die chronische Erkrankungen haben, dass sie sich Sorgen um Ansteckung machen, sieht man eben, dass das Leben von jungen Menschen sehr viel differenzierter ist und auch herausfordernd. Und da schließt vielleicht auch die 2. Frage nach der Gesundheitskompetenz an. Die hängt natürlich stark auch mit den individuellen Ressourcen zusammen. Wie gut bin ich ausgestattet, sowohl materiell als auch sozial? Habe ich ein gutes Netzwerk? Habe ich gute Bildungsmöglichkeiten? Das sind eben alles, wir labeln das immer unter dem Begriff Infrastrukturen, die vielen jungen Menschen fehlen und in ihren Teilhabemöglichkeiten und auch in ihrem Gesundheitsverhalten normal sehr einschränken können. Also das sehen wir auch bei jungen Wohnungslosen. Da spielt eben Ernährung keine besondere Rolle, weil sie überhaupt erstmal gucken müssen, wo sie die nächste Nacht schlafen. Und das ist eben ein wachsendes Problem. Also da sehen wir eben, dass es Verschiebungen, unterschiedliche Gewichtungen gibt und Gesundheitsfragen, wenn die anderen sozialen Absicherungsmechanismen nicht funktionieren, einfach auch in den Hintergrund treten. Das ist sehr, sehr eindeutig. Deswegen würde ich auch die Einsamkeitspolitik nicht als Mittel der Armutsbekämpfung betrachten, sondern sagen, es müsste andersrum aussehen. Also Armutsbekämpfung müsste allen voranstehen und dann bestenfalls auch dazu führen, dass weniger Menschen sich einsam fühlen. Soweit vielleicht erstmal. Danke. Vielen Dank. Herr Agelides, Ihre nächste Frage bitte. Entschuldigen Sie, gab hier eine kurze. Also. An Frau Lühmann bitte, Frau Dr. Lühmann, und zwar aus Ihrer Sicht, welche Veränderungen haben Sie in den vergangenen Jahren wahrgenommen und welche Bevölkerungsgruppen sind aus Ihrer Sicht besonders betroffen? Wie sehen Sie eigentlich den Handlungsbedarf an die Politik? Was sollten wir daraus machen und wo sehen Sie eigentlich auch die größten Lücken? Und für Sie, an Sie dann auch die Frage, was sehen Sie für Herausforderungen, gerade auch hinsichtlich der sozialen Infrastruktur? Danke. Dankeschön. Professor Luhmann, Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank für diese Fragen. Eine Frage ist oft, ob Einsamkeit in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten zugenommen hat in Deutschland oder auch weltweit. Dazu muss man sagen, dass das vermutlich nicht der Fall ist, vor der Covid-19-Pandemie. Was aber zugenommen hat, ist eine größere öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema. Und auch die Angebote, zum Beispiel Silbernetz, haben deutlich zugenommen. Und das ist erstmal zu begrüßen, denn es ermöglicht uns auch ein Stück weit zu der Entstigmatisierung dieses Themas beizutragen. Das zunächst die Veränderungen, die vor Covid-19 waren. Über Covid-19 selber habe ich ja eben in der Stellungnahme schon kurz etwas gesagt, dass da natürlich das Thema einfach viel, viel verbreiteter noch ist. Handlungsbedarf sehe ich an verschiedenen Stellen. Wie schon mehrmals angesprochen, fehlen uns teilweise einfach die Daten. Uns fehlen Daten für Grundlagenforschung in Deutschland. Wir haben, wie Frau Schilling auch schon gesagt hat, eigentlich überhaupt keine Daten über ältere Menschen, auch besonders über Menschen in Pflegeeinrichtungen. Die sind völlig ausgeklammert aus Studien. Aber das Gleiche gilt auch für zum Beispiel Erwachsene im mittleren Alter. Auch die werden relativ selten in Studien berücksichtigt. Und uns fehlen auch Daten, die zeitlich und geografisch hoch aufgelöst sind, um auch mal sagen zu können, in diesen Regionen in Deutschland ist es vielleicht ein besonderes Problem oder eben Verläufe über die Zeit untersuchen zu können. Das ist die Grundlagenforschungsperspektive. Uns fehlen aber auch Daten, mit denen wir evaluieren können, welche Maßnahmen funktionieren. Und das finde ich besonders schade, denn als Wissenschaftlerin möchte ich ja immer gerne der Politik sagen, diese Maßnahmen, da lohnt es sich, das Geld reinzustecken, weil wir wissen, dass die funktionieren.
Und hier brauchen wir einfach eine stärkere Vernetzung der Akteure, wie zum Beispiel Silbernetz und viele andere Organisationen mit den Wissenschaftlern, um diese tollen Angebote einmal wissenschaftlich evaluieren zu können. Das geht aber nicht in unserer Freizeit. Das braucht personelle und finanzielle Ressourcen. Und da sehe ich tatsächlich eine der großen Lücken, was eben auch die Koordination dieser verschiedenen Akteure betrifft. Es gibt da ganz viele ehrenamtliche Ideen, wie man das machen kann, aber es fehlt einfach wirklich an den Ressourcen, an den Kapazitäten in Deutschland. Die hier versammelten Wissenschaftlerinnen, die Sie heute sehen, sind fast schon die Hälfte von allen, die sich in Deutschland mit dem Thema beschäftigen. Wir sind wenige, wir müssen dringend mehr werden. Vielen Dank. Wir haben noch eine Dreiviertelminute. Eine kleine Frage, Herr Agelidis, bitte. Ja, Frau Professor Luhmann, eine Frage habe ich noch, und zwar gerade, weil Sie das angesprochen haben mit der Evaluation. Wie zentral wäre es für Sie, auch gerade hinsichtlich dieser Koordination, eine Evaluation schnell voranzubringen, damit nicht sehr gute Projekte quasi den Tod sterben, weil es eben in diese Projektiritis reinkommt? Ja, um es ganz kurz zu machen, das ist natürlich extrem zentral. Wir sollten bei den Projekten ansetzen, die schon existieren und dort zunächst einmal einsteigen. Mittelfristig brauchen wir natürlich theoretisch gut begründete, evaluierte Projekte, um auch langfristig gute Maßnahmen in die Bevölkerung zu bringen. Vielen Dank, Frau Luhmann. Nur fürs Protokoll, weil diejenigen, die dann das Protokoll schreiben müssen, erkennen Sie nicht gleich an der Stimme. Wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. 6 Minuten und Frau Werner hat das Wort, bitte. Frau Werner, Sie haben das Wort. Wir können Sie nicht hören. So, es bewegt sich jetzt. Frau Werner, wir können Sie noch nicht... Nicht freigeschalten. Jetzt. Jetzt hören wir Sie bitte. Sie haben das Wort. Okay, dann mache ich mal auf. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Qualitätischen Sachverband, also an Frau von Zugarten. In der Stellungnahme ging sie auch darauf ein, dass Einsamkeit unter bestimmten Lebensbedingungen, also gerade bei Armut, besonders ausgeprägt ist. Da würde ich auch nochmal Sie bitten, darauf nochmal einzugehen. Und welche Maßnahmen müssten aus Ihrer Sicht getroffen werden, um eben dem entgegenzuwirken? Das zweite Thema wurde auch schon angesprochen, der digitale Raum zur Kommunikation, also damit auch zur Reduzierung von Einsamkeit, insbesondere beim Alter. Also kann das ja helfen. Und Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme darauf, dass auch der Zugang für alle Menschen unabhängig von der Lebenssituation gewährleistet sein muss. Und wenn wir halt den 8. Altersbericht sehen, also der Bundesregierung wird es ja ebenfalls festgestellt. Aber dort wird auch darauf hingewiesen, dass es eben eine massive digitale Spaltung unter älteren Menschen gibt. Können Sie auch das vielleicht nochmal kurz ausführen und auch da nochmal einen Ansatz, wie man dem entgegenwirken kann? Vielen Dank. Frau von Zugarten, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Wenn wir uns die wissenschaftliche Forschung, sofern sie schon vorliegt, oder Berichte anschauen, dann wird immer klar herausgestellt, dass es eben einen Zusammenhang gibt aus ökonomischer Situation und der Betroffenheit von Einsamkeit oder sozialer Isolation, die damit im direkten Zusammenhang steht. Also es wird sicher niemanden verwundern, dass wir da eine große Aufgabe sehen, eben Armut und soziale Ungleichheit wirksam zu kämpfen, um den Menschen überhaupt erst die Möglichkeit der Teilhabe, der Begegnung im sozialen Raum zu ermöglichen. Denn vieles hat was damit zu tun, dass Menschen eben, wenn sie über geringes Einkommen nur verfügen, sich schämen, dass sie sich selbst verantwortlich fühlen für ihre Situation und dann eben nicht den Schritt rausmachen aus ihrer Situation der Isolation, sondern dann eben nicht mehr daran teilhaben können an entsprechenden Angeboten.
dergleichen hat natürlich auch vieles mit finanziellen Hintergründen zu tun. Also das heißt, Partizipation ist nicht immer gleich kostenfrei. Also wenn man eben bestimmte Angebote nutzen muss, ist das oftmals auch davon abhängig, dass man entsprechend über Einkommen verfügt. Also wir sehen da eine große Aufgabe und würden da auch vorschlagen, dass man sich mit diesem Thema auch in der Expertenkommission, die da angeregt ist, nochmal als Querschnitt beschäftigt und da nochmal einen Blick drauf wirft. Was die digitale Spaltung anbelangt, ja, auch das genau ist ein Thema, was wieder auch im Zusammenhang mit den ökonomischen Ressourcen zu sehen ist, denn der achte Altersbericht beschreibt ja die digitale Spaltung als unterschiedlichen Zugang zu Internet und Nutzung der digitalen Technologien. Und das umfasst eben nicht nur, dass man über technische infrastrukturelle Voraussetzungen verfügt, wie die Verfügbarkeit von Internet oder überhaupt erst einen Anschluss, sondern eben auch die finanziellen Voraussetzungen, die es zu schaffen gibt und dass man eben über digitale Produkte auch verfügt, deren Nutzung vermittelt bekommt und entsprechend der eigenen Bedarfe überhaupt anwenden kann. Das sind für uns ganz wichtige Voraussetzungen, die sind aber höchst unterschiedlich vorhanden und gerade bei älteren und beeinträchtigten Menschen ist das oftmals eben nicht in dem Umfang vorhanden, wie wir uns das wünschen. Also die Kommission des achten Altersberichts gibt ja für die Digitalisierung von älteren Menschen insgesamt 12 Empfehlungen. Aus meiner Sicht sind die alle zu unterstützen. Ich will mal nur 3 an der Stelle herausnehmen, die ich für besonders wichtig halte. Das ist zum einen Zugang und Nutzung von digitalen Technologien für alle ermöglichen. Das ist etwas weiter gedacht. Digitale Souveränität stärken, also auch Kompetenzen entsprechend vermitteln und digitale Technologien als Chancen für ältere Menschen mit pflegerelevanten Bedarfen sowie für pflegende Personen, Pflegepersonen zu begreifen. Auch das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und hier schließt sich gerade mit dem letzten Punkt der Kreis meiner Überlegungen zum Thema Einsamkeit und sozialer Isolation. Denn es sind für mich gerade diese Menschen, die hiervon besonders betroffen sind. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Digitale auch selbst zur Einsamkeit und sozialer Isolation beitragen kann. Etwa wenn sich die sozialen Kontakte allein auf das Netz beschränken. Kurz aus meiner Sicht, Digitalisierung ist für ältere Menschen eine Chance, soziale Kontakte zu pflegen. Heute bietet die Technik übrigens viele Möglichkeiten, um über kleine oder große Entfernungen hinweg mit vertrauten Menschen zu kommunizieren. Und längst ist es kein Privileg mehr von jüngeren Menschen, beispielsweise über Skype, WhatsApp oder Face-to-Face-Kontakt, FaceTime, in Kontakt zu bleiben. Die Nutzung dieser Möglichkeiten kann aber nicht die physische Nähe, die Umarmung oder den Face-to-Face-Kontakt mit Menschen, mit denen man vertraut ist und zu denen man eine Beziehung hat, ersetzen. Der Schlüssel liegt aus meiner Sicht darin, dass man beides in Ausgewogenheit vorhanden hat. Also das Digitale einerseits und andererseits auch den persönlichen Kontakt. Es ist schlecht nicht möglich, ein Handy zu umarmen. Man kann es tun, aber man bekommt wenig zurück. Das ist wohl wahr. Danke. Das ist wohl wahr. Vielen Dank. Damit ist die Zeit auch rum von der Fraktion Die Linke. Und wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. 6 Minuten. Und Frau Kappert-Gonter wird da die Fragen stellen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Dr. Thomas. Wir haben es gehört, Einsamkeit kommt in allen Altersgruppen vor. Der FDP-Antrag legt nun gerade in seinem Forderungspunkt einen großen Schwerpunkt auf ältere Menschen. Sie haben jetzt zu Kindern und Jugendlichen und Einsamkeit geforscht. Unterscheiden sich das Phänomen Einsamkeit in den beiden Altersgruppen und wie unterscheiden sich die Maßnahmen zur Bekämpfung, Behebung von Einsamkeit? Genau, ja. Herzlichen Dank für die Frage. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich die Einsamkeitsphänomene unterscheiden, weil Kinder und Jugendliche natürlich in der Regel im Kreis ihrer Familie, Angehörigen oder auch in Institutionen leben und man erstmal objektiv nicht annimmt, dass sie einsam sind, aber eben Einsamkeitserleben auch relational ist, also eben nicht nur an der Personenzahl, mit dem man unter einem Dach lebt, festzumachen ist,
sondern tatsächlich auch daran, wie selbstbestimmt kann ich sein oder empfinde ich das hier als Schutzraum. Also in den JUKO-Studien haben wir eben auch gefragt, fühlst du dich zu Hause sicher? Und da haben knapp 10% in der JUKO-1-Studie gesagt, nein, ich fühle mich hier nicht sicher. Und das sind eben Phänomene, in die wir nicht so leicht Einblick bekommen. Also eben auch das Thema Kinder- und Jugendschutz kommt hier natürlich zum Tragen zu diesem Phänomen von Einsamkeitsempfinden. Und da können wir nicht so leicht hinter die verschlossenen Türen gucken. Das ist bei Senioren vielleicht teilweise ähnlich. Aber Kinder, die sich eben nicht so leicht Gehör verschaffen können, sind da eben nochmal besonders gefährdet. Oder überhaupt Einsamkeit zu beschreiben, das wird man bei Kindern eben so leicht nicht herausarbeiten können. Dennoch würden wir sagen, dass auch bei Jugendlichen Einsamkeitsphänomene stärker sind, als wir erwartet hätten. Und das sehen wir eben jetzt nochmal insbesondere durch das Fehlen der Peers, also dass die gleichaltrigen Gruppen enorm wichtig sind und auch bei den Jugendlichen wird deutlich, dass das Zusammenleben mit Geschwistern und Eltern nicht vor Einsamkeit schützt. Also das muss man eben sehr gut betrachten und untersuchen, was macht dieses Einsamkeitsempfinden aus und welche Prozesse stehen dahinter. Also wir haben jetzt heute noch wenig darüber gesprochen, wie sowas eben sich auch zunehmend verfestigt, vielleicht auch durch Selektionsprozesse in Einrichtungen. Es geht schon in Schulen los, wo starke Selektionsmechanismen greifen, gegen die sich Kinder eben sehr schwer erwehren können. Und das sind eben Phänomene, die stärker untersucht werden müssen. Und wir würden fordern, dass es auch partizipativ mit jungen Menschen untersucht werden müssen, weil sie selbst die besten Zugänge in diese Themen haben und weil man im Grunde auch mit solchen partizipativen Forschungsprojekten auch schon bereits Akte der Selbstermächtigung erreicht, dass man ihnen eine Stimme gibt, zu beschreiben, was sie da erleben. Vielen Dank. Das war Frau Dr. Thomas und Frau Dr. Kappert-Gonter, Ihre nächste Frage. Ja, vielen Dank. Auch meine nächste Frage geht nochmal an Frau Dr. Thomas. Einsamkeit wird im politischen Raum ja auch im vorliegenden FDP-Antrag häufig als individuelles Phänomen beschrieben. Was wir bisher in dieser Anhörung gehört haben, ist, dass es eben ein sehr gesellschaftliches Phänomen ist, es um Strukturverbesserung geht, damit man Einsamkeit auch präventiv begegnen kann. Welche Ansätze können Sie uns dazu beschreiben? Frau Dr. Thomas, Ihre Antwort. Ja, danke. Ich greife nochmal auf unsere Erfahrung in der Caregiver-Forschung zurück. Vor 10 Jahren wusste niemand, was das ist, was junge Menschen, die in Heimerziehung und Pflegefamilien aufwachsen, ausmachen. Und diese jungen Menschen haben sich in den letzten 10 Jahren auch einen politischen Bereich angeeignet, sich stark miteinander vernetzt, also sind als Gruppe sichtbar geworden, die ähnliche Interessen haben. Und ich finde, da kann man sehr deutlich sehen, dass man Strukturen schaffen muss, in denen junge Menschen sich beteiligen können, aber dass sie natürlich auch sozioökonomisch abgesichert sein müssen. Im Moment sehen wir das eben im Kontext der Digitalisierung von Schule. Da sind eben viele junge Menschen auch abgehängt. Da können wir im Grunde auch soziale Ausschlüsse beobachten, die wir selber mit herstellen, indem wir eben nicht genau darauf gucken, wie sind diese jungen Menschen ausgestattet, wie sind die Familien ausgestattet, wie kommen sie überhaupt mit dieser Situation zurecht, dass wir es eben nicht den einzelnen Familien oder auch den einzelnen Personen überlassen können, wie sie diese Bewältigungsleistung erbringen, nicht nur in Zeiten von Corona, sondern insgesamt, sondern dass wir da starke Infrastrukturen brauchen, auch in den sozialen Nahräumen, in den Stadtteilen im Grunde sie zu erreichen mit dem, was sie benötigen. Dankeschön. Noch eine Minute, Frau Dr. Kappert-Gonter. Ja, vielen Dank. Nochmal abschließend auch von Frau Dr. Thomas. Sie haben es ja eben schon gesagt und einige andere Expertinnen auch, dass Armut und geringe Teilhabechancen ein großer Risikofaktor für die Entwicklung von Einsamkeit sind. Der vorliegende FDP-Antrag geht auf dieses Phänomen nicht ein. Finden Sie, das greift zu kurz? Und wenn ja, was meinen Sie, warum muss man das Thema Einsamkeit unbedingt stärker adressieren? Frau Dr. Thomas, Sie haben noch eine knappe Minute, bitte. Ja, ich finde, man muss noch mal ganz stark auch die Kinderrechte hier nach vorne bringen, dass es eben tatsächlich ungeheuer wichtig ist, das strukturell anzugehen und junge Menschen in diesen Prozess einzubinden. Wir haben Kinderrechte, die verankert sind, zwar noch nicht im Grundgesetz, aber in der Kinder- und Jugendhilfe. Aber auch da sehen wir, dass die relativ strukturschwach sind. Und im Moment sehen wir auch, dass sie in der Krise nicht gut standhalten. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, muss auch mit Blick auf die sozioökonomische Teilhabe dieser Wurf noch weitergehen. Vielen Dank. Und damit haben wir noch 12 Sekunden und die sind geschenkte Zeit. Wir kommen zur Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. 10 Minuten. Frau Landgraf, Sie haben das Wort.
Ich wollte gerne weitergeben an Frau Noll, die uns online zugeschaltet sein müsste. Genau. Frau Noll, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Experten, das war eine ausgesprochene spannende Anhörung bis jetzt. Das war ein Thema, was mich auch schon sehr viel länger beschäftigt. Und ich würde gerne meine Frage richten an Frau Professor Luhmann. Sie haben es eben auch schon mal angedeutet in Ihrem Vorspann, weil Sie sagten, ist es ein politisches Thema? Und haben es auch begründet, ja, weil der Staat hat ja eine Fürsorgepflicht. Ich weiß es aus Holland. Die Motivation damals in Holland war es ja so, aufgrund der erhöhten Gesundheitskosten hat man sich zu diesem nationalen Aktionsplan auf den Weg gebracht und ich finde diesen Plan sehr gut. Jetzt meine Frage, haben Sie ansatzweise vielleicht auch irgendwelche Zahlen, mit denen man agieren kann, dass man sagen kann, in dem und dem Zeitraum hat man deutlich festgestellt, dass die Kosten in bestimmten Bereichen explodieren oder haben wir auch da leider die Situation, dass wir darüber nicht über ausreichende Datenlage verfügen. Punkt zwei, ich gehöre auch zu den Menschen, die gerne Sachen präventiv versuchen zu lösen und deswegen, es gibt ja immer, sag ich mal, zwei große Momente, wo Einsamkeit eintreten kann. Das ist einmal der Übergang, sag ich mal, Beruf in Rente. Am Anfang ist die Freude groß, Zeit zu haben und hinterher kommt dann oft die Einsamkeit. Und der zweite Fall ist, wenn zum Beispiel ein Angehöriger, Ehepartner, Lebensabschnittsgefährte verstirbt, ist oft eine Lücke zu füllen. Wir haben ja damals bei kleinen Kindern ein sogenanntes Begrüßungspaket auf den Weg gebracht. Das heißt, Neugeborene wurden durch Ehrenamtler in der neuen Familie begrüßt. Wäre das nicht auch ein Weg, so ein praktisches Beispiel, in dem Moment, wo man Kenntnis erlangt, der Ehepartner ist verstorben oder man weiß de facto, jemand geht in die Rente, dass man dann wie eine Art Begrüßungspaket in ein anderes Zeitalter den entsprechenden Personen übergibt? Und nächste Frage wäre noch, Einsamkeit und Armut haben wir besprochen, Einsamkeit und Bildung. Ist es nicht auch de facto so, dass, sag ich mal, eine gute Bildung, eine gute Vorbereitung auf das Alter auch präventiv wirkt, im Endeffekt Einsamkeit zu verhindern? Und noch ein Punkt, ganz kurz, wenn es ganz schnell geht. Japan, die ganze asiatische Kultur ist ja anders, auch gerade gezielt Mobilität der alten Menschen. Ist das nicht auch ein Faktor, den wir hier auch noch zusätzlich anstoßen sollten? Weil ich glaube, wenn man aus dem Haus rausgeht und mobil ist, ist das Risiko, sich einsam zu fühlen, weitaus geringer, als wenn man zu Hause ist. Dankeschön. Vielen Dank. Professor Luhmann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Neul, für die Fragen. Zunächst die Frage nach den Kosten. Ich habe eine Zahl jetzt gerade nicht da, aber es gibt Studien, die Schätzungen durchgeführt haben für das United Kingdom. Es gibt auch Studien, die verglichen haben, wie viel kostet eine Maßnahme gegen Einsamkeit und wie viel spart man an Gesundheitskosten. Und diese Kosten-Nutzen-Analysen sind immer sehr positiv im Sinne von, es lohnt sich. Es ist auch am Ende kriegt man mehr raus, sozusagen, also man hat Geld gespart gegenüber dem, was man investiert hat, um eben etwas gegen Einsamkeit zu tun. Ja, das Thema Prävention ist mir auch persönlich immer sehr wichtig. Ich danke, dass Sie das ansprechen. Sie haben jetzt zwei konkrete Übergänge im Leben da genannt, Verrentung oder Renteneintritt und dann Tod eines nahen Angehörigen oder eben eines Ehepartners. Und erstmal haben Sie recht, dass das Phasen sind, in denen man es besonders kritisch ist, wobei man auch sagen kann, dass nach dem Renteneintritt jetzt nicht alle Menschen einsamer werden, sondern es gibt sehr viele, denen das sehr, sehr gut gelingt, denen sogar durch die verfügbare Zeit, die sie im Ruhestand haben, endlich die Möglichkeit gegeben ist, ihre sozialen Kontakte zu pflegen. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die sich vielleicht auch sehr über die Arbeit und über die Kontakte bei der Arbeit identifiziert haben, die ein höheres Risiko haben. Wenn wir über Prävention sprechen und über diese zwei Ereignisse, dann möchte ich gerne eine Altersgruppe mal kurz ansprechen, die mir bisher heute noch zu kurz kam. Wir haben viel über die Hochaltrigen gesprochen, wir haben über Kinder und Jugendliche gesprochen, wir haben kaum über Erwachsene im mittleren Alter gesprochen. Und in unserer eigenen Forschung haben wir gesehen, dass es auch dort Gruppen gibt, die hoch einsam sein können. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die um die 30, 35-Jährigen, also die jungen Eltern, und auch dann nochmal so die 50- bis 55-Jährigen auch erhöhte Einsamkeitswerte haben. Und für mich zeigt das, dass wir gerade präventiv auch dieses Alter in den Blick nehmen müssen. Denn später im hohen Alter, wie Frau Schilling vorhin gesagt hat, ist es extrem schwierig, Kontakte zu ersetzen. Wir können nicht diese lang gewachsenen Beziehungen einfach ersetzen durch jemanden, den wir
beim Kaffeeklatsch kennengelernt haben. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen präventiv dafür sorgen, dass die Menschen es schaffen, ihre sozialen Beziehungen auch dann aufrechtzuerhalten, wenn sie beruflich stark eingespannt sind, wenn sie eigentlich keine Zeit haben dafür. Und das ist für mich eine große Herausforderung. Thema Begrüßungspaket. Das ist eine interessante Idee. Also eine, woran ich spontan denken musste, sind zum Beispiel die Hausärzte, ja, die im United Kingdom auch eine wesentliche Rolle bei deren Kampagne spielen. Die machen das sogenannte Social Prescribing. Das heißt, wenn die mit einsamen Patienten zu tun haben, dann können sie ihnen Maßnahmen mitgeben, konkrete Kontakte mitgeben, wo sie sich hinwenden können und mehr Hilfe bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade, wenn wir jetzt über Verwitwung nachdenken, das vielleicht eine Personengruppe ist, die da helfen könnte. Bei Verrentung, Begrüßungspakete, ja, das glaube ich könnte auch gut sein. Was ich aber glaube, ist, wir müssen ganz genau gucken, wer ist denn wirklich hier die Risikogruppe, weil es ist eben nicht jeder, der in Ruhestand geht, sondern es sind bestimmte Personen und wer die genau sind, das ist uns auch in der Forschung jetzt noch nicht so 100% klar. Aber ich glaube, das sind alles sehr, sehr gute Ideen, die funktionieren könnten und wahrscheinlich relativ kostengünstig auch sind. Thema Bildung haben Sie angesprochen. Auch hier gebe ich Ihnen recht. Also wir finden auch, dass hohe Bildung vor Einsamkeit schützt, meistens über den Weg, dass sie eben Armut vermeidet, relativ hohes Einkommen liefert und damit den Menschen die Möglichkeit gibt, auch teilzuhaben am sozialen Leben. Im hohen Alter aber besonders, glaube ich auch, gebe ich Ihnen recht, dass da Bildung auch nochmal auf die besondere Art schützen kann vor Einsamkeit, eben über den Weg der Digitalisierung. Ja, also auch da gibt es eben zahlreiche Studien, die zeigen, dass die älteren Menschen, die es schaffen, zum Beispiel mit der Digitalisierung Schritt zu halten, dass sie weniger von Einsamkeit bedroht sind, weil sie einfach in der Lage sind, ihre Kontakte auch dann aufrechtzuerhalten, wenn sie zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr einfach aus dem Haus gehen können. Und damit sind wir bei dem Thema Mobilität. Auch das ist eben etwas, was ganz wichtig ist. Man muss rausgehen können, man muss unter die Menschen gehen können. Und das ist natürlich auch besonders bei älteren Menschen eingeschränkt, wenn sie gesundheitlich das nicht mehr so einfach können. Und sicher sind wir da bei einem Punkt, wo man sehr, sehr gut auch einsteigen kann. Auch was Frau Lipke vorhin sagte zu dem Thema körperliche Aktivität spielt da, glaube ich, auch eine Rolle. Ich würde aber das auch wieder jetzt nicht nur auf das hohe Alter beschränken, sondern allgemein. Und ich würde auch Mobilität vielleicht noch mal etwas präziser bezeichnen als eine Art von Mobilität, mit der man auch in Menschen in Kontakt kommt. Und da sind wir schon wieder beim Thema Stadtplanung. Und ja, wir brauchen Städte, in denen man auch dann Menschen begegnet, wenn man rausgeht. Wir dürfen keine Städte haben, wo man nur Auto fährt zum Parkplatz. Sondern wir müssen, ja, also da kommt dann die Klimapolitik schon fast wieder mit rein, wo man dann findet, dass sehr viele Ziele aus verschiedenen Politikbereichen dann auch für Einsamkeit oder gegen Einsamkeit gut wirksam sein können. Zum Beispiel eben fußgängerfreundliche, fahrradfreundliche Städte, die die Mobilität auch von denjenigen ermöglichen, die finanziell sich kein Auto leisten können. Vielen Dank. Noch eine gute anderthalb Minute. Frau Noll, noch eine Frage, bitte. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn Sie auch noch mal vielleicht uns ein paar Beispiele nennen könnten mit Best Practice. Ich kenne zum Beispiel hier in Berlin einen Kindergarten, der mitten in einem Seniorenstift, sag mal, seine Tätigkeit aufgegriffen hat. Und da verbindet man alt mit jung miteinander, es kommt Leben rein und im Endeffekt das Gefühl der Nähe auch zwischen den Generationen wächst. Was Ähnliches habe ich bei uns in Nordrhein-Westfalen mit einer Schule. Die Kinder in der damaligen Realschule haben ihr Praktikum machen müssen in einem Seniorenstift und haben über ein halbes Jahr sich einen Senior oder eine ältere Dame oder älteren Herrn aussuchen können. Sie sind mit den einkaufen gegangen, haben mit denen gespielt etc., einfach auch um Nähe aufzubauen und auch die Toleranz zu fördern zwischen Alt und Jung, das Verständnis für ältere, vielleicht auch einsame Menschen. Solche Beispiele zum Beispiel, wenn man sowas mal hätte in der Zusammenstellung. Ich weiß, so eine Auszeichnung gab es mal vom Bundesfamilienministerium, aber ich glaube, das wäre eine gute Handreichung auch für die Länder, sich vielleicht, wenn es irgendwas Gutes schon gibt, man muss es nur kopieren und wissen. Ne? Frau Schilling, ja, genau. Nochmal an jemanden die Frage, ja, Frau Noll? Oder war es jetzt nur noch ein Statement? Nee, das wäre schön, wenn man vielleicht mal so eine Liste von den Experten noch kriegen könnte, so, wenn es sowas gibt. Also die Expertinnen nehmen es mit und vielleicht können wir solche Liste mal erstellen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank und wir kommen zur letzten Fragerunde der SPD-Fraktion. Zweiter Block, 6 Minuten und
Wer macht's? Frau Schulte. Ja, ich mach's. Ja, herzlichen Dank. Wir haben ja gelernt, dass Einsamkeit schambesetzt ist. Keiner gibt gerne zu, dass er einsam ist, weil das ist absolut nicht sexy. Und Sie, Frau Dr. Bücker, schlagen ja so Antistigmatisierungskampagnen vor. Jetzt haben wir auch gelernt, dass es sowohl junge Leute gibt, die einsam sind, als auch alte Menschen, die einsam sind. Müsste man da nicht auch unterschiedliche Kampagnen starten? Was meinen Sie dazu? Und wir haben in einer anderen Anhörung, als es um die finanzielle Ausbeutung älterer Menschen ging, von einigen Experten den Hinweis bekommen, und den fand ich auch ganz spannend, dass wir eigentlich Strukturen aufbauen müssten für ältere Menschen, ähnlich wie die Jugendhilfestrukturen. Vielleicht können Sie mir dazu auch etwas sagen. Dann hätte ich an Frau Udeik noch die Frage. Sie haben ja gerade geschildert, wie Sie den Zugang zu älteren Menschen bekommen, über Pflegedienste, Mittagstische und so weiter. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass das alles nicht gut miteinander vernetzt ist. Vielleicht können Sie mir dazu noch etwas sagen. Eigentlich müsste das doch im Krankenhaus, wenn ich jetzt an ältere Menschen denke, anfangen, nämlich dass die Pflegeüberleitung oder der Sozialdienst Kontakt mit Strukturen vor Ort in der Kommune aufnimmt und das dann immer so weitergeht, bis jemand aufsuchend zu dem älteren Menschen nach Hause geht und sich anschaut, die Wohnsituation und auch die Lebenssituation. Also die Frage, haben Sie das Gefühl, dass das gut miteinander vernetzt ist, und an Silbernetz nochmal gerichtet, nicht nur in Berlin gibt es sowas, das gibt es in vielen anderen Kommunen auch, und da hat Frau Noll total recht. Wir wissen bloß nicht davon und irgendwann schlafen diese Dinge auch wieder ein, und eigentlich könnte man voneinander gut lernen. Das könnte Frau Udeik vielleicht auch noch bestätigen oder sagen, ob es so ist. Dankeschön, Frau Dr. Bücker. Ja, vielen Dank, Frau Schulte, noch einmal für diese Fragen. Ich beginne mal mit dem Thema der Antistigmatisierung. Hier wissen wir zum Beispiel aus der klinisch-psychologischen Forschung, die sich mit der Antistigmatisierung von psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel den Persönlichkeitsstörungen, sehr intensiv beschäftigt hat, dass es häufig hilfreich ist, zu betonen, dass bestimmte Ausprägungen, sei es eine bestimmte Persönlichkeit, die besonders stark ausgeprägt sein kann, ebenso wie Einsamkeit auch, etwas ist, was jeder von uns zu einem gewissen Maße hat. Also das heißt, dass man so diesen dimensionalen Charakter dieser Eigenschaft Einsamkeit stärker betont, als immer nur von den einsamen versus den nicht einsamen Personen zu sprechen. Das hilft bei der Entstigmatisierung schon enorm, wenn Menschen klar wird, dass Einsamkeit etwas ist, was man normal, was zum normalen menschlichen Leben dazugehört, und dass jetzt auch nicht per se etwas Krankhaftes ist, wenn man das einmal erlebt, sondern dass eben sehr intensive, sehr lang andauernde Gefühle dieser Einsamkeit eigentlich erst mit gesundheitlichen Problemen einhergehen können, aber es eben sich auf so einem Kontinuum bewegt. Und sicherlich gebe ich Ihnen auch recht, dass man hier unterschiedliche Kampagnen für Alterseinsamkeit versus Einsamkeit im jüngeren Lebensalter fahren müsste. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal betonen, dass man hier eben Betroffene auch in die Gestaltung solcher Kampagnen durchaus mit einbeziehen sollte. Denn das sind ja im Grunde genommen die Zielgruppen, die wir erreichen möchten. Und diese Personen haben in der Regel einen viel, viel besseren Eindruck davon, was eigentlich diese Scham auslöst oder welche Diskriminierungs- oder Stigmatisierungserfahrungen sie im Alltag vielleicht gemacht haben, die in solchen Kampagnen adressiert werden sollten. Und was das Thema Jugendhilfestrukturen, was es Altenhilfestrukturen angeht, bin ich persönlich keine absolute Expertin, weil ich mich damit in meiner Forschung sehr wenig beschäftige. Nichtsdestotrotz halte ich es für eine wichtige Aufgabe eines solchen Expertengremiums, hier auch Parallelen in diesen unterschiedlichen Strukturen hinsichtlich der Einsamkeit zu finden und möglicherweise eben dann im Grunde genommen in den Aktionsplan einzubetten, was man schon weiß aus bestehenden Jugend- versus Alterhilfenstrukturen. Vielen Dank. Und Frau Udeik, bitte. Sie haben auch den Blick auf die Uhr, bitte. Habe ich, genau. Vielleicht einmal zur letzten Frage, Wissen um die Angebote. Kommunale Angebote sind eigentlich sehr leicht verfügbar, indem es Seniorenratgeber gibt. Also es gibt kommunal schon die Möglichkeit, sich zu informieren, wenn man denn aktiv auf der Suche ist. Bundesweite Angebote, ich glaube, das wäre, wüsste ich jetzt gerade nicht, wie man das angehen sollte. Die Malteser haben natürlich auch auf einer Homepage ihre Angebote zusammengefasst, so wie das jeder andere Anbieter auch hat. Wesentlich, glaube ich, schwieriger ist das Thema Vernetzung, was Sie angesprochen haben, Frau Schulte. Und da muss ich leider wieder das Thema Datenschutz erwähnen. Natürlich ist es so, dass wir auch Entlassmanagement der Krankenhäuser haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch das Thema Einsamkeit im Blick.
Aber was sollen sie tun, außer demjenigen einen Stapel von Visitenkarten in die Hand zu drücken und darauf zu vertrauen, dass derjenige sich schon selber meldet? Also wir in Deutschland haben tatsächlich eine Struktur, die sehr darauf ausgelegt ist, dass derjenige, diejenige selber aktiv wird. Wir haben wenig Fürsorge in dem Sinne, dass jemand guckt, wie geht es denn? Also das ist ja auch ganz schwierig, wenn jemand denn kommt. Also das werden wir auch demnächst merken, wenn wir die Senioren versuchen, zu Hause aufzusuchen, überhaupt die Tür aufzumachen, wenn jemand kommt oder das Telefon anzunehmen. Das heißt also, da können wir sicherlich wesentlich besser werden. Alle Versuche, die wir gestartet haben als Hilfsorganisation, uns mit anderen zu vernetzen, sei es mit Pflegediensten, sei es mit Krankenhäusern, klappen sehr gut da, wo wir gute persönliche Kontakte haben, scheitern aber einfach sehr oft an dem Thema Datenschutz, weil da einfach wir mindestens 2 Unterschriften brauchen, bevor das Krankenhaus zum Beispiel Daten an uns weitergeben kann. Vielen Dank, und damit sind wir am Ende unserer Anhörung angelangt.